Also Leute, willkommen zurück zu Dark Souls, versteht ihr? Der Kampf läuft über einen bestimmten Zeitraum. Am Ende erhält der Gewinner irgendwas. Eine Krone. Okay. Was auch immer. Ja, wie ich es ja schon beim letzten Mal erwähnt habe, hier ist noch ein Boss in diesem DLC. Der heißt Kalamet. Wie das Mehl zum Trinken, genau. Eigentlich nicht, aber für uns heute schon. Und zu denen kommt man nicht so leicht hin. Das ist schon mal Fakt. Und wir müssen da uns erstmal einen Schlüssel besorgen, um oben einen Weg frei zu schließen. Frei zu öffnen, beziehungsweise. Um dann eben auch wirklich gegen diesen Drachen dann mal endlich zu kämpfen. Und dazu müssen wir nochmal hier entlang gehen. Da bin ich vorbeigerast. Wie so ein Irrer, wahrscheinlich, weil ich auf diese Viecher keinen Bock habe mit ihrer Menschlichkeit, Magie. Keine Ahnung, was das ist, ey. Ohne Witz. Ich weiß echt nicht, wie man das nennen könnte. Das ist eine ganz komische Magie. So. Vielleicht müssten wir da sein. Hat er noch was freigelassen? Nee. Nicht mit mir. Da müsste auch noch einer sein. Jo. So. Sah nicht ungeschickt aus. War alles gewollt. Alles gewollt. Was haben wir hier? Ah, lass mich raten. Abkürzung. Famoser Gegenstand. Famos! Was auch immer. So. Den ganzen Weg nochmal laufen, sehr ärgerlich. Weil ich keinen Helm geknallt. Wieso vergesse ich andauernd den scheiß Knochen mehr zu holen? Was ist denn los mit mir? Komm. Das war ja zu erwarten. Ich hasse diese Tante. Ja, zieht euch die Kugel an, Alter. So wie jede fucking Magie, zielsuchende Effekte hier. Ah, das kotzt mich so an. Das ist einfach überhaupt nicht fair. Achso, Nachricht lesen, nee. Da. So, und zwar hier in dem Raum noch. Hier ist noch einer. Genau da. Da muss ich nämlich jetzt mal hier rechts entlang da, wo ich schon mal entlang gelaufen bin, aber noch nicht wirklich so großartig was damit anfangen konnte, weil ich eigentlich nur den Weg weiter wissen wollte. Was nicht Erfolg hatte, wie ihr sicherlich noch wisst. So, und zwar muss das jetzt hier Das ist echt scheiße. Mein Gott. Ich regt mich das auf. So, weiter geht's. So, und hier war das jetzt. Genau, und zwar... Ja. Das hat doch schon mal gut auf Anhieb geklappt. Und da ist eine Kiste, die ist nicht wohlgesonnen. Und sie hat das, was ich brauche. Den Wappenschlüssel. Oh, ein Lagerfeuer. Es ist die Frage, komme ich hier irgendwie wieder ganz easy davon? Das ist das. Was haben wir hier? Was? Ich will eigentlich jetzt nur wieder zurück. Führt mich die Leiter. Ah! Na ganz toll, zu der da! Oh Gott, was habe ich mir denn nur dabei gedacht? Okay, 28.000 Seelen, dass ich jetzt einfach liegen. Ich laufe da hinten nicht nochmal runter.
Die Stelle ist echt doof. Ich wollte eigentlich auch nur den Schlüssel. Denn der Schlüssel ist wichtig für uns. Essentiell. So wichtig, dass ich das Wort essentiell verwende. Ja. So, und so kann damit kommt man nebenbei, glaube ich, hier irgendwie ab diesem Punkt dahin. Hallo, wer bist du denn? Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Klar. Auch wenn ich den Kampf nicht wirklich mochte. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. Ah, das. Richtig. Oh, ich glaube, da habe ich was ganz Gutes gemacht eigentlich. Der Blutungseffekt, ey, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. Okay, ich nehme das zurück. Alles Rotze. Was soll denn der Scheiß jedes Mal mit Blutungsschaden? Wie kann man sowas für toll empfinden? Als ob da die Waffe sonst zu stark wäre. So ein Scheiß. Jede Menge Krummsäbel. Was ist das denn? Der Dämonenmachet. Okay. Oh. Also auch hier. Seht ihr das? Die Waffe ist wiederum, die ist schon etwas schöner. Die hat Rang S. Aber irgendwie macht die kaum Schaden. Ist ja nicht, ich muss beide anlegen. Ach nee, hab ich keine Lust drauf. Naja. Sieht zwar schon gut aus, aber nee. Also hier, wie gesagt, hier muss irgendwo einen Weg es geben, wo ich irgendwie runterkomme. Irgendwo. Weil da unten, da läuft doch schon was, wie ihr seht. Ach da. Gott, bin ich blind. Da liegt sogar schon ein Item. Her damit. Bringt mir bestimmt eh nichts, weil das wieder dumme Marquis ist, aber... Nee, Seele. Okay, danke. Nee, ja, ich versuche endlich mal das zu machen, was ich mit dem Schlüssel eigentlich vorhabe. Wir sind bloß wieder zwei Faktoren gewesen, die haben mich ziemlich überreicht. Und dann dieses Vieh, das war sowieso am krassesten. Fünf Teil für die Leiche entgegen. Wir müssen nämlich hier hoch. Und dann hört man es auch schon gleich. Oh ja, dann können wir nämlich hier entlang. Beim Schlüssel benutzt. Lass mich hoch. Hi, du. A visitor, have we? You must be the one who freed Artorias. That old friend he was. Thanks to thee. He left this world with honor intact, and here I am, retired and blind. Of little help to thee, I'm afraid. Das sagt er jetzt nur so. Nebenbei, man kann bei ihm kaufen, logischerweise. Ich könnte mir mal ruhig mal so ein... Naja, man kann bei ihm hier die Dinger hier kaufen. Hello, thank you und so ein Scheiß. Und auch Pfeil, Goofs großer Pfeil. Okay. Ich würde sagen, wir reden noch mal kurz mit ihm. Mensch, das baut mich aber auf. Hast du sonst noch was? What good is a dog? I've no hairs to hunt, but I'm lucky to be alive, I suppose. Okay, und sonst noch? Ne, da sonst nichts zu erzählen. Ja, er hat ja schon den schwarzen Drachen erwähnt. Und zum Thema blind, ne? Er denkt halt, er wäre blind.
weil er den Helm auf hat. Er sieht nichts, weil das alles zu geharzt ist oder was auch immer. Ich würde sagen, ich gönne mir eben mal kurz ein bisschen Seelen. Ein bisschen. Na, nur das Soldat scheint bestimmt genug zu sein. 800 reicht, Digga. Kaufen. Und zwar. Ja. Nämlich zwei. Alles perfekt. So, jetzt werden wir nämlich mal darunter gehen, was ich da eben gerade gesehen habe. Was ich wahrscheinlich schon hätte eigentlich früher sehen können, wenn ich nicht so blind immer los irgendwo laufe. Denn kann man nicht so leicht bekämpfen, sage ich jetzt mal. Da muss eine Bedingung dafür erfüllt werden. Dieser Kampf wird wahrscheinlich genauso beschissen werden wie die anderen zwei hier, Artorias und Manos. Momentan habe ich ja keine gute Bilanz, wenn es ums Kämpfen geht, gegen das hier. Ich bin mal gespannt. So, mich erwarten jetzt wahrscheinlich gleich ein paar Hunde. Oder auch nicht. Doch, da hinten. Weil Hunde ganz toll sind. Die sehen komisch aus. Also die kriege ich mit einem Schlag dran. Das gefällt mir doch. Wo bleibt der andere? Wisst ihr, wie ich es liebe, wenn sie unbedingt dann zur Seite springen müssen. Habe ich glaube schon damals erwähnt, ne? Müsste das jetzt hier nicht schon sein? Hört ihn! Ah! Oh, da ist er ja. Der war nur mal kurz Hallo gesagt hat. So, das sind eine Menge Items. Was ich jetzt tue, ist Absicht. Komm ich da überhaupt rechtzeitig an? Ja. Okay. Da hinten ist er. Wusch. Er hat mich nicht getötet. Er sollte mich aber eigentlich töten. Kriege ich das alles da hinten noch? Hufs großer Fall. Ah, da ist er wieder. Hi. Da hat er mich echt nicht getötet bekommen. Wie geil. Gut. Ich wollte eigentlich sterben, weil so komme ich halt schneller wieder hoch. Und ich denke mal, damit... wie soll ich es am besten sagen? Damit löse ich dann jetzt hier den Riesen aus. Denn wir müssen nochmal zum Riesen. Der hat nämlich, wie ihr gesehen habt, es gibt Pfeile, speziell nach ihm benannt. Gus, großer Pfeil. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche. Gug, Gug. Keine Ahnung, wie heißt du, Kollege? Hey du, der Drache hat mir wehgetan. Man sieht mir zwar nicht an, aber unter meiner silbernen, steinenden Rüstung bin ich ein waschechter Held mit. Ja. Yes. I thought as much. He's called Calamite. Ferocious dragon indeed. Even mighty Anna Londa dared not provoke his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere to the bitter end. Ich will ihn töten. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee,
thee much for thy service to Artorias. Now watch and see how God hunts dragons. Was never loosed. That back will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Was schnitzt er da eigentlich? Oh, wer weiß. Ja, jetzt können wir den Drachen bekämpfen. Jetzt gehen wir nochmal zur besagten Stelle. Ich würde sagen, da das ja auch so ein großer, starker Gegner ist, mehr oder weniger. Das Band war hier von für Stadt Ulasil, wie es heißt. Wir hätten jetzt hier auch mal entfachen, damit ich 10 Flakons habe. Die werde ich bestimmt nämlich gebrauchen. Ich erwarte viel von den Kampf eigentlich. Genauso viel wie die anderen beiden, die mich hier ein bisschen. Ja. Ein bisschen gemein auch waren. Machen wir uns nichts vor. So. Das. Und dann entfachen wir. Jetzt gehen wir dahin. Kalamet. Das ist so gesehen, ja, der letzte Boss vor dem Endboss. So gesehen. An sich, ich muss ihn ja nicht machen. Nicht jetzt unbedingt. Ich könnte jetzt auch direkt zum Endboss gehen, versteht sich. Da ich ja alle Seelenfürsten besiegt habe, das DLC ist ja komplett optional, aber. Wenn wir schon mal haben, warum nicht? Das sind immerhin 60.000 Seelen, die wir da kriegen. Das ist schon ein guter Betrag. 60.000 ist tatsächlich auch das Höchste, was man wahrscheinlich kriegen kann von einem Boss. Es fühlt sich zumindest so an, als ob es da nicht großartig höher gehen könnte. Ich wollte gar nicht rollen. Verdammt. Ah, ist das sogar eine Nebelwand? Auch nicht schlecht. So, das müssten alle gewesen sein. Und dann schreiten wir durch. Der Kampf geht doch nicht los, wie ihr seht. Denn der Kampf findet ja unten statt. Wo genug Fläche ist, um einen Drachen zu bekämpfen. Sind wir dazu bereit? Ich weiß es noch nicht. Aber eins weiß ich. Ich möchte diesen Kampf bestreiten, Schwarzer Drache Kalamet. Ladies and Gentlemen, in der einen Ecke der Drache mit den verkrüppelten Flügeln Kalamet. Oh Gott. Was ist das für eine Magie? Das ist doch kein normales Feuer. Wow. Ja, verdammt viel aushalten tut er auch noch. Aua. Gut, eigentlich. Nee, ja. Wenn er das macht, erhalte ich mehr Schaden. Scheiße.
Ich müsste jetzt so irgendwie sowas wie ein Symbol ja über mich haben. Das ist nicht gut. Oh, Alter, wie weit dreht er denn seinen Kopf? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, ja, komm, ey. Wow. Das lief dann einfach nur noch scheiße jetzt. Machen wir uns nichts vor. Das lief einfach nur noch kacke. Na dann. Und runter geht's. Und der Kampf geht los. Verdammter Drache. Ach ja, stimmt ja. Habe ich jetzt keinen Hieb gemacht? Er geht, der ist ja wie die anderen. Oh Gott. Gibt auch rein die Verschnaufpause, ey. Ja. Der Kampf wird einfach nur noch anstrengend. Oh Gott. Ob ich den jemals schaffen werde. Ein paar gute Treffer hat er jetzt gelandet. Wie weit dreht er den Kopf, verdammte Scheiße? Und ich will eigentlich ihn aus dem Fokus rausnehmen, aber ich vergesse es jedes Mal. Er hebt sein Schild nicht rechtzeitig hoch. Ich hasse es. Hat er jetzt echt gerade getreten? Oh Mann. Oh Mann. Wieso tritt er einfach nur manchmal? Da müsste ich ja irgendwie nach vorne und gleichzeitig AB in dem Moment gedrückt haben. Aber ich drücke eigentlich immer nach vorne. Eigentlich. Na dann. Ja, da geht's gleich, wenn ich dort angekommen bin. Bin mal gespannt, wie lange ich jetzt brauche gegen den Kampf. Allgemein, dass er nicht mehr vorbei ist. Aber momentan sah es noch nicht so wirklich schön aus, was zum Teil aber auch daran liegt, denn ich habe kaum Zeit zum Reagieren oder irgendwas zu machen. Seht euch an hier. So, jetzt macht er jetzt diesen Sturzangriff. Jetzt schwingt er. Und jetzt. Ja, als ob. Oh, der Angriff war schon längst vorbei. Ist das euer Ernst? Blöder Fuß. Erst. Mal schauen, wie es jetzt laufen wird. Ich sollte eventuell nicht frontal in diese Flamme rein. Ich glaube, es ist manchmal besser, wenn ich ihn nicht im Fokus habe. Dann kann ich die Angriffe einfach besser ausweichen. Autsch. Jetzt ab, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Schaff ich. Ja.
da sollte ich eventuell mal kurz den Fokus nehmen und ausweichen. Ja, als ob. Du blödes Vieh. Du Drecksvieh. Du widerst mich an. Nein! Was ich immer gemeint habe. Irgendwie jedes Mal merken die, wenn ich heim will. Und dann greifen sie es auf einmal sofort an. Drecksviecher. Wenn man da zu spät losrennt, ist es schon vorbei. Wirklich, was soll denn der Scheiß? Ah, Mann. Kein Spielraum mehr.
Das sieht gut aus, Leute. Sehr schön. Okay, es ist wieder ein Kampf, da habe ich Menschlichkeit verwendet. Tut mir leid, aber der Kampf ist auch wieder nicht schön. Die ganzen Bosse von den DLCs. Okay, Artorias hat Spaß gemacht, aber das Vieh und Manos. Nee. Nee, was habe ich überhaupt für einen Ring bekommen? Zeig mal. Okay, warte, mein Ring verzaubert von den orangefarbenen Auge des Kalamet, den Unheilsbringer, verdoppelt den von seinen Trägern erlittenen Schaden. Ein nutzloser Ring, der keinen Finger ziert, sollte man am besten gut versteckt bleiben. Boah, was für eine Scheiße. 60.000 Seelen haben wir nebenbei bekommen. Irgendwo fühlt man sich halt wirklich nicht gut, wenn man Menschlichkeit verwendet gegen Bosse, die halt mal ein bisschen schwerer sind, aber die Bosse sind auch totaler Rotz. Ohne Mist. Hätte sich das nur ausgedacht. Die greifen vor allem einem meistens immer in dem Moment an, wenn man sich heilen will. Und bei Kalamet ist mir gerade ziemlich stark aufgefallen. Wenn ich seinen Angriff ausgewichen habe, dann hört er früher damit auf, als wie wenn er mich trifft. Das ist ziemlich gemein eigentlich. Es war jetzt ein bisschen immer so ruhiger in den Parts gewesen, in den Kämpfen. Aber dass ich daran dass ich gucken muss, was der jetzt als nächstes macht, das. Der Kampf hat echt keinen Spaß gemacht, nicht wirklich. So, teleportieren wir uns. Und zwar, wir sind mit dem DLC so weit durch. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich halt noch gerne machen möchte, die ich noch gerne zeigen möchte. Jetzt ist halt dieses Problem, es ist halt wieder unten in Schandstadt. Und der nächste Anhaltspunkt nach Schandstadt ist zu den Tiefen oder über die Ruinen von Neulondo. Es nimmt sich beides nichts. Oh, das ist kacke. Okay. Ja, wobei ich finde, von den Tiefen ist es unangenehmer wegen den ganzen Viechern. Da gehe ich zum Feuerbandschrein. Da gehe ich jetzt dahin, denn es gibt noch ein extra Gebiet, das ist komplett optional. Muss eigentlich überhaupt nicht gemacht werden, aber ich möchte es halt einfach hier in meinem Projekt gern drin haben. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns gleich unten in der Schandstadt. Und ja, da zeige ich euch das mal. Okay, unten in Schandstadt angekommen. Müssen wir in diese Richtung, da ist halt auch dieser komische Baum. Dieses komische Etwas. Ach Gott, ey. Das war in dieser Richtung auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt hin. Am besten mit dem Leuchtfeuer hier. Da bin ich ja auch bei 10 Flakons. Ich habe so viel Leuchtfeuer schon entfacht. Ich krasser Typ. So. Ah, da ist ja das Vieh wieder da. So, vergiftet. Jetzt müssen wir Richtung Baum laufen. Und zwar hatte ich ja da aus einer versteckten, scheinbaren Wand eine Truhe gefunden. Das Lustige ist, ich hätte nur mal ein bisschen weiter gehen müssen. Dann hätte ich dann den Pfad gefunden. Den ich ja auch benutzen wollte. Hab's halt nicht getan. Ja. In meiner Unerfahrenheit. Da kommen wir auch zu einem Ort. Da haben wir schon ein bisschen sogar etwas gesehen. Das Schlimme ist, das sind auch diese blöden Basilisken, die einen verfluchen. Hier ist schon das schöne Verfluchen da, was ich jetzt einmal in dem ganzen Projekt bekommen habe. Ist das nicht toll? Das war doch hier, ne? Hier irgendwo ging's rein, genau. So. Nehmen wir erstmal die Vergiftung runter. Und da war die Truhe. Da würde jetzt natürlich nichts senken, aber es ist nochmal eine scheinbare Wand. Wie hinterlistig. So. Die große Leere. Was haben wir denn hier so? Zeig hier mal. Die große Leere. Wow, wow, wow. Das klingt interessant. Irgendwas hat mir Sehen gegeben. Okay.
Und da ist ein Bonfire. Wunderschön. Und ich glaube, das liegt nicht ohne Grund hier. Jetzt kommt das. Unser Ziel ist irgendwo ganz da unten. Oh Junge. Ich müsste eigentlich auch hin und wieder mal ein paar Items liegen oder so. Wie jetzt? Gar nichts? Doch da. Hier liegen sogar relativ viele Items. Die Frage ist, wie viel habe ich noch Nutzen von denen? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Warum kann ich hier rein? Okay. Grabrocken, danke schön. Was haben wir hier noch? Oh nö! Oh Gott. Da drunter ist doch was. Sehr gut. Einfach weiter, einfach weiter. Scheiß auf Items, die haben am Ende eh nur Scheiße drinne. Siehe DLC. Jede Menge Magie ist dabei gewesen. Nichts für mich. Nichts für mich. Ach da. Oh Gott, das war knapp. Was meinte ich hier mit dem Gebiet hier so Plattforming? Man muss halt von einer Ranke zur anderen. Das ist richtig toll. Oh Junge, Spaß hier da ohne Ende. Haben Sie auch so viel Spaß wie ich? Nein. Ja, kein Wunder. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht schon verkackt. Ich weiß gar nicht jetzt, wie ich da drauf komme. Ah, so komme ich da drauf. Alles klar. Blauer Brocken. Uhu. An sich gibt es noch einen Schmied in Katakomben, habe ich jetzt aber nicht gefunden. Und ich muss auch ehrlich sagen, der ist mir gerade ein bisschen egal. Denn der kann mich eh nicht das verstärken, was ich gerne will. So, und wie komme ich jetzt hier weiter? Ach, da. Für andere Vorgehensweisen in dem Spiel, da ist er doch weitaus mehr relevanter als für mich, der sowieso physischen Schaden klaut. Und da sind die dummen Basilistenviecher. Seht ihn euch an. Nein, 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 haut drauf, haut drauf. Oh, sehr gut. Puh, ich glaube, es ist nicht der letzte Basilisk. Ich höre noch weitere. Halt einfach rum zu sprühen. Oh Gott. Oh, gut. Was finde ich denn, wenn ich hier hochgehe? Natürlich muss für dieses rein optionale Gebiet Basilisten eingebaut werden. Natürlich. Wieso kann ich jetzt hier nochmal komplett hoch? Wieso habe ich das nicht gleich gesehen? Jetzt bin ich neugierig. Jetzt bin ich sehr neugierig. Das geht sehr weit hoch. Hä? Hallo. Mein Gott. Oh, schön gestaltet, so dass man nicht drüber laufen kann. Intelligent. Mit K. Ja, aber wozu habe ich jetzt die Leiter? Ist das so ein noch nicht sichtbarer Shortcut oder wie? Weil da oben ist wieder das Bonfire. Okay. Also ich höre es zumindest schon mal. Ist hier noch irgendwas? Auch nicht. Ich will eigentlich gar nicht. Das ist auch ein Basilisk. Nicht Kurs, nö. Da war ein Item, ja, ich weiß. Ich verstehe es nicht gerade so ganz.
Was mir dieses jetzt raufwärts nochmal bringt. Was hast du da? Seele-Soldat. Uhu. Das muss gefeiert werden. Mit der Seele eines Soldaten. Okay, jetzt gehe ich hier entlang und du? Kann ich mich an den ganzen Weg nicht erinnern? Oh Gott. Da ist das Bonfire jetzt. Das heißt, ich hätte im Prinzip die ganze Zeit laufen können. Jetzt habe ich die ganzen Bestialisten respawned. Ich Intelligenzbestie. Wow. Ich schaff's aber auch. Wie schaffe ich das nur? Das heißt, ich gehe jetzt einfach nur hier so die Ranken entlang und komme dann früher oder später unten raus. Ich weiß, da ist ein Item, aber das interessiert mich nicht. Man muss aber auch ein bisschen den Weg auch wissen, dass es da lang geht. Oh Gott, der Kameraschwenk, der war total unnötig jetzt. Da ist ein Lizard. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie ich da hinkomme. Es gibt Momente, wie der hier. Oh Gott. Vielleicht jetzt echt nur noch, dass ich gecursed werde, ey. Dann darf ich den ganzen Weg nochmal herlatschen. Das ist hin und her gelaufen, du. Du. Ah, da ist die Leiter. Sehr schön. Unterwärts. Und weiter geht's. So. Drecksvieh. Hau doch eben ab. So, irgendwo ging es hier in der Mitte irgendwo runter. Ja, da. Ah, scheiß Kurswolke. Dass überhaupt was die letzten sind, ist scheiße. Ah, ich kann auch einfach die Leiter nehmen. Wieso treffe ich das Vieh nicht? Oh Gott! Ach ja, noch so ein Basilisk. Wenn man die ja so gerne hat als Gegner. Die hat man so gerne. Zähle Soldat, ja damit. Hier scheint es wohl weiter runter zu gehen. Wir sind noch nicht mal ganz unten angekommen. Wow. Wie man da hinkommt, weiß ich nicht. Ich will doch gerade nicht echt nicht wissen. Das sind am Ende eher alles so Items, die ich jetzt nicht mehr brauchen werde, wahrscheinlich. Sein, es wären genug Dämonen trainiert, um meine Bosswaffe endlich mal aufzuwerten, aber. Nö. Ist nicht. Der Pilz ist aggressiv. Okay. Du auch? Ah, die geben komische Geräusche von sich. Als ob das irgendwelche Orcas wären oder so. Auge des Todes. Puh, das war knapp. Runter mit dir. Das ist jetzt auch auf einmal auf Pilzen rumlaufen. Es schimmelt am Baum. Oh Gott, da ist ein großer. Oh mein Gott, er ist blutig. Oh nein, es sind zwei große. Die sind gefährlich. Alter, jetzt ab. Die können, die haben so eine Art One-Punch-Fähigkeit. Oh Gott. Ja, als ob. Aber hast du ewig viel Ausdauer oder wie? Oh Gott, das war knapp. Puh. Puh, puh. Alles klar, alles klar, alles klar. Haja! Haja! Ich seh's nicht.
wenn er zuschlägt. Oh, ein Glück. So. Oh nein, das ist noch einer. Nee, den umgehe ich jetzt. Leck mich. Nee. Ja. Spiel mit deinen Pilzfreunden. Die sind zwar tot, aber spiel mit denen. Dann lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. So, durchstreite wie die Nebelwand. Der Aschesee, meine Damen und Herren. Das optionale Gebiet. Was eigentlich meines Wissens nach eigentlich Musik hatte. Da ist er. Ah, da ist die Hydra. Ja, hier unten gibt es auch eine. Gegen die kann man auch kämpfen. Man wird es kaum glauben. Erstmal geben wir ins Bonfire. Der Aschesee ist sowas von optional. Das muss man eigentlich überhaupt nicht machen. Aber hier tatsächlich endet die quasi Kampagne von dem Zwiebelritter, den wir ja jetzt schon das länger nicht mehr gesehen haben. Ich hätte eine Vermutung, was sein könnte, aber da will ich auch ungern wieder hin. Von daher. Wir schauen wirklich noch fix. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Es ist so eine Art, ja, untere Welt. Genau, wie man es nennen kann. Ich meine, das Gebiet ist sogar unter den Dämonenruinen und das ist ja auch schon relativ weit unten. Also, ja. Das ist halt ein See. Der quasi. Ich weiß nicht, wie der hier einfach zu dem ganzen restlichen Spiel reinpasst. Aber wir machen erstmal die Hydra. Die ist wie die eine oben im Finsterwurzbecken. Von daher, los geht's. Hallo, Hydra. Na? Willst du spielen? Na, was ist er? Ah, ich glaube, genau. Wenn ich mein Schild oben habe, greift sie nicht an. Also, ich glaube, die hat mehr aus. Mein Kopf ist schon mal ab. Nochmal. Und noch ein Kopf ab. Vorwärts. Ja, was ist Hydra? Jetzt trifft sie wieder nicht, ey. Oh Gott. Die hat wirklich mehr Leben als die oben im Becken. Gut, das Gebiet kann man ja eigentlich auch erst wesentlich später besuchen. Obwohl, eigentlich gar nicht. Egal, verloren. Ja, wie Hydra. Drachenstein. Für Drachenwaffen war das, ne? Ja. Von haben wir ja auch nie wirklich eine gesehen. So, hier sind noch ein paar welche von diesen Viechern, falls ihr sie erkennt. Hallo ihr, hallo. Seht ihr mich nicht? Ich bin hier drüben. Hey, sagt hallo zu mir. So, die kennen wir ja von Sieve. Bloß halten die sogar noch mehr aus. Ist das widerlich. Und die Truppen auch funktioniert denn nicht. Sehr schön.
den Mund auf. Was soll das sein? Irgendwas Großes Dämonisches sowieso sieht. Gehen wir mal weiter. Hier ist wirklich jede Menge, eigentlich nichts, kann man sagen. Ah ja, das Item. Und hier kann man auch sterben, wenn man so weit rein geht. Drachenstein. Hier gibt es halt wirklich Drachen-Items und da hinten ist auch was. Verdammt! Wir gehen erstmal hier weiter, wirklich. Glaubt mir, es gibt fix. Das Gebiet ist halt wirklich groß für nichts und wieder nichts im Prinzip. So, hier kann man auch entlang, ne? War doch so. Das sind auch nochmal Basilisten, weil von denen hatten wir ja noch nicht genug. Und der One Punch Mushroom. Oh Gott, der hat mich fast erwischt. Au! Okay, so One Punch war das ja gar nicht. Das Horn tut er trotzdem noch nicht. Puh. Ich find's halt nur krass, das Design. Er ist eigentlich total so. Ne. Aber er ist blutbedeckt. Das ist so geil. Boah, ich dachte schon, jetzt kommt eine Szene, aber nee, ist irgendwie alles nur dunkler geworden. Nein! Hau drauf! Hau drauf, du! Oh. Ah. Ah. Ich glaube, ich muss das sogar hier durch, oder? Oder? Ah. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen. So, jetzt gehen wir mal weiter. Komm. So. Öffne deinen Mund. Nichts drin. Schade. Okay. Es ist halt nur noch der Weg hier. Mal gucken, wo wir rauskommen. Hehe. Oh Mann, ein weiter Weg. Wo führt er mich denn gerade nur hin? Man müsste sich echt fragen, wo, wenn ich jetzt nach oben gucke, wo würde ich da wahrscheinlich hingucken? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. So. Hi, ihr. Sir. Erstmal an Leuchtfeuer rasten. So. Das ist da. Zu den immerwährenden Drachenbeten. Hier ist ein weiterer Eid. Pfad des Drachen. Cool. Drachenkopfstein, Drachenauge. Du hast ein Eid geleistet. Drachenstein darbieten. Hier, nimm mal Drachenstein. Vertieft sich das hier zu uns? Natürlich. Na egal. So, was macht denn das Item? Was wir jetzt eben gerade bekommen haben. Invasion der Welt des Drachenschuppenbesitzers. Finde einen Spieler, der eine Drachenschuppe erhalten hat, dringe in seine Welt ein und plündere sie. Wer einen Eid geleistet hat, kann das Objekt benutzen. Eine Kunst des der Apostel der Transzendenz, die die alten Drachen anbeten. Alles Leben ist verwundbar. Dies gilt auch für die feurigen Götter. Die Apostel streben nach einer anderen, das Leben überwindende Seinsebene. Okay. Drachenkopfstein. Bla bla. Ah, ich kann mich in den Drachen verwandeln. Okay.
Und dann Spielobjekt. Oh Gott. Na gut. Ja, das ist eigentlich im Prinzip das, was ich zeigen wollte, prinzipiell. Und ich glaube, wenn man ihn abschlagen kann, bekommt man das Drachengroßschwert. Eine Waffe, die ich auch nie wirklich tragen kann, weil sie auf Stärke geht. Da. Ja, 50 Stärke, 10 Beweglichkeit. Also das ist ordentlich, was ich da hätte investieren müssen in Stärke. Deswegen, ich lege es auch jetzt nicht an, da habe ich auch nicht so wirklich Lust drauf. So, es ist die Frage, kann ich mich zum Anfang teleportieren oder müsste ich ihn jetzt komplett nochmal laufen? Müsste ich laufen. Okay. Dann laufe ich jetzt nochmal vor, weil da war ja noch ein Item und dann sagt man das ein. Noch schnell. Okay, es wird spannend. Hat es sich gelohnt, den Weg hierher zu laufen? Hat es sich gelohnt? Drachenstein, nein! Oh, das ist doch nur für den Alter, oder? Hat sich nicht gelohnt. Okay. So, Leute. Wir gehen jetzt zum Bonfire. Dort werden wir den Part beenden. Im nächsten Part kommt das große Finale. Ich weiß sonst gerade wirklich nicht, was ich hätte noch gehen können. Ich meine, klar, ich habe einige Items wahrscheinlich total ausgelassen. Das ist, war mir aber an dem Moment egal. Weil manchmal da lohnt es sich eigentlich einfach gar nicht, hinter jedem Item hinterher zu jagen. Deswegen. Ah, nee. Ja, doch, wir teleportieren uns zum Feuerplatz rein. Deswegen bin ich jetzt auch nicht böse drum, wenn ich ein paar Items ausgelassen habe. Oder manche Bosskämpfe nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich wollte. Aber egal. Wir werden dann zum Mr., ich habe keine Ahnung, wie er heißt, Langer Hals gehen. Und sagen, yo, haben alle Seelenfürsten besiegt. Bring mich mal jetzt wieder dahin. Und dann kommt das letzte Gebiet. Von Dark Souls. Aber bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und wer gegenüber alles steht, was wir bis jetzt bekämpft haben, das sehen wir in der nächsten Folge. Macht es gut.